Übrigens, ja, ich habe ja schon wieder irgendwie behauptet, und dann stimmte es gar nicht. Als wir da runtergingen, von oben runter, ne, von unserem Häuscheneingang quasi jetzt hier runter, habe ich gesagt, das ist nicht die Richtung, in die wir wollen, wenn wir zu diesem Monument wollen. Das Monument müsste aber nach meiner, ich behaupte ja dann damit schon wieder, aber ich glaube, dass das Monument tendenziell und grundsätzlich in diese Richtung sich befindet. Und das mache ich daran fest, dass, jetzt wollen wir mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Da geht's dahin, da geht's dahin, da geht's nirgendwo hin. Kommando zurück. Moment. Ich erkläre das gerne. Also nochmal. Aus der Richtung kamen wir runter. Und ich vermute das Monument in diese Richtung. Höre ich eine Spinne? Weil ne, in diese Richtung, Monument, so. Hey, wieso bin ich denn jetzt so verwirrt? Jetzt, ne? Jetzt, so. Da kann man ja was hin. Wo ist denn hier unser Wasserfall? Ne, weil der übrigens ja der Bettig. Ihr habt euch das jetzt gemerkt. Ne? Ist das gar nicht da? Ist das da? Ich habe jetzt so viel abgebaut. Das sieht jetzt alles ganz anders aus und ich kenne mich in dieser Höhle überhaupt nicht mehr aus. Also falls ich mich hier daran auskannte, jetzt kenne ich mich daran erst recht nicht mehr aus. Deswegen baue ich jetzt hier noch mehr ab und dann sieht das alles nochmal anders aus. Aber ist, glaube ich, klar geworden, was ich meinte, ne? In welche Richtung das Monument ist. Also prinzipiell sind wir hier nicht auf dem ganz falschen Wege. Das ist, glaube ich, wieder Granit. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt abbaue. Zumal, oh ja, ist dann hier, ach so, da unten haben wir auch irgendwas abgebaut. Das können wir eigentlich wieder zu. Das ist dieses Andesit, oder was? Braucht man das? Braucht man überhaupt irgendwas? Ja, dann ist da halt ein Hohlraum mit einer Fackel drin. Also, sich zu diesem Monument, ich sage jetzt mal einfach Monument, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das irgendwie anders heißt, könnt ihr mir ja erzählen. Um sich zu diesem Monument durchzubauen, ist das hier nicht ganz. Falsch. Einmal einen Satz zu Ende gebracht. Obwohl, der sah hübsch aus, den hätte ich da lassen können. Hier ist nix. Aber sowas von nix. Es sei denn, ich übersehe was Wesentliches. Es hat auch. Wieso sollte man das hier nicht? So, fertig. Na, kann man hier mal ein bisschen durchlaufen. Der gibt der Dito für diesen Schwanz ist hier. Nicht, dass ich nicht dennoch hier überhaupt keine Orientierung mehr habe. Also, ne, ich laufe hier so rum und buddel so ein bisschen, aber grundsätzlich habe ich im Hinterkopf, wo ist dieses Wasserzeugs?
Meerfenster. Und derweil mache ich hier Murks. Wie viele Fackeln an einem Fleck kann man haben und dann an einem anderen gar keine. So, wo die Fackeln links sind, sind wir reingegangen. So ist der Trick. Das ist jetzt kein wahnsinnig toller Trick, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da sind wir offensichtlich auch hergekommen. Aber ist egal, weil wenn wir hier erstmal vorbei. Ich finde ja eh nie was. Das ist ja. Deswegen ist es eh egal. Hier, so. Du machst da keinen Sinn. Hingegen. Also sollte ich mal suchen, dann ist das schon ein bisschen verwirrend mit den Fackeln. Aber egal, wo ist denn. Hier nicht. Hier aber auch nicht. Wo sind denn die Pilze gewesen? Da hinten waren doch die Pilze gewesen. War ich da nicht vorhin schon 30.000 Mal? So, da waren die Pilze und da geht's nicht weiter. Ja, hier bin ich eben gerade hier gewesen. Eben gerade hier geguckt, festgestellt, da ist nichts und wieder runtergelatscht. Wo ist das Wasser? Hier ist es auch nicht. Da haben wir kürzlich erst geguckt. Das hat auch mit dem Wasser nichts zu tun gehabt. Ich übersehe etwas. Das ist bestimmt Wasser. Wenn ich da jetzt die Kohle runterhole, möglichst ohne abzustürzen, dann kommt da bestimmt Wasser. Oder irgendwas anderes fällt mir auf den Kopf. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Komme ich da nicht? Da komme ich nicht mehr. Ne? Es gibt sich Mühe, aber es geht nicht. Ein bisschen was dürfte verloren gegangen sein, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ja, braucht man das da unbedingt? Weiß ich nicht. Eisen wollte ich eigentlich haben und dieses bescheuerte Wasser wollte ich gerne wiederfinden. Schon wieder doof hier dann. Ich jetzt lassen sollen. So. Das ist dieser eine Rundgang. Hier waren die Pilze. Erzähle ich jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal. Es gibt kein Wasser. Es hat nie Wasser gegeben. Da ist eine kleine Pöbels. Ich muss von außen rein. Sonst finde ich das nicht. Ich finde es nicht. Ich finde das nicht. Ich finde das Wasser nicht. Wasser? Welches Wasser? Einmal noch. Kein Wasser.
kein Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Ich deklariere das zur Kunst.